Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3 mit mir, dem Pete. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. Wir haben einen Plan, wir wollen den Funkturm einnehmen und danach uns mit Uncle Sam treffen. Ihr habt jetzt, glaube ich, Samstag, oder? Müsste, wenn ich mich nicht täusche, habt ihr jetzt Samstag. Das heißt, ich bin schon nicht mehr in Köln, sondern über alle Berge bei meiner Freundin, wo wir ein bisschen früher Bescherung machen werden, if you know what I mean. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber wir machen tatsächlich früher Bescherung, was Geschenke angeht. Weil am Montag, am 24., da geht's zu den lieben Eltern. Und erst am, weiß ich jetzt gerade auch nicht, am 26. fahre ich wieder nach Köln. Also es ist einige Tage Ausfallzeit, die wir jetzt haben, oder die ich zumindest habe. Einige haben sogar noch deutlich längere Ausfallzeit, weil für uns war es eigentlich so, dass wir immer zur Weihnachtszeit ein paar Wochen zu den Eltern gegangen sind. Aber aufgrund der, aufgrund der Live-Show können das Dennis und ich nicht machen. Wo wird man denn hier hingeführt, wenn ich gerade hier bin? Dann möchte ich mich das noch mal, möchte ich mir das mal kurz angucken. Grüß dich! Grüß dich auch, alter NPC. Wobei ich sollte jetzt nicht rüberkommen, als würde ich mich beschweren wollen, denn das ist nicht der Fall. Ich finde es jetzt nicht unfassbar schade, dass ich jetzt irgendwie nur so wenige Tage bei meinen Eltern bleiben kann aufgrund anderer Verpflichtungen. Nein, nein, nein. Ich bin ja dankbar, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ist halt einfach nur trockener Fakt, dass sich der Zeitaufwand ein bisschen geändert hat. Und das ist ja auch geil. Das ist nicht unbedingt der Faktor, aber alles andere drumherum ist halt geil. Das lohnt sich auch. Außerdem am 24. im engsten Familienkreis zusammenhocken, Weihnachten feiern, am 25. im etwas weiteren Familienkreis morgens in die Kirche gehen und danach vollfressen. Ab dem 26. ist sowieso eigentlich nur noch Bullshit am Start. Abgesehen jetzt vielleicht mal wieder ein paar Freunde aus der Heimat treffen, aber das ist auch irgendwie alles geregelt in der kurzen Zeit. Oder wenn in dem Freundeskreis, wo es halt in der kurzen Zeit nicht funktioniert hat, die kommen Anfang des Jahres dann zu mir für ein Wochenende. Also das geht schon alles klar. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt auf irgendwas verzichten müsste. Wieso wechselt der die ganze Zeit irgendwie die Waffen? Das bin ich nicht, by the way. Wieso sind hier 1000 Leute, die irgendeinen Scheiß durch die Gegend tragen? Fragen über Fragen! Hoppala. Okay, jetzt ist natürlich wieder die allergrößte Frage, wie zum Teufel komme ich hier hoch? Okay, das ist schon mal Schritt Nummer uno. Das war noobig. Das machen wir nochmal. Aha, so ist schon viel besser. Ich hoffe natürlich, ihr habt auch viel Spaß über die Weihnachtstage. Falls ihr nicht mehr zu Hause wohnt, dann genießt die Zeit. Ich tue das immer sehr. Falls ihr zu Hause wohnt, genießt die Zeit sowieso, denn wenn das irgendwann mal vorbei ist, dann wisst ihr das wahrscheinlich sowieso alles viel mehr zu schätzen. Behaupte ich einfach mal, so war es bei mir zumindest. Vorher, als ich zu Hause gewohnt habe, immer so, boah, ich muss hier so schnell... Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Was ich eigentlich sagen wollte, boah, ich muss ja so schnell wie möglich ausziehen. Damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Dann habe ich ausgezogen und ich meine, ist natürlich auch super geil. Ich bin relativ früh sogar schon von zu Hause ausgezogen. Direkt nach dem Abitur. Nee, da habe ich noch Zivi gemacht. Direkt danach. Und... Alter, wollt ihr mich verarschen? Aber mittlerweile, es gibt schon den ein oder anderen Vorteil bei Hotel Mama, den man dann erst zu schätzen weiß, wenn dieser Vorteil nicht mehr vorhanden ist.
vorhanden ist. Mittlerweile muss ich meine Klamotten selber waschen, ist das nicht furchtbar? Und selber kochen. Und damit meine ich selbstverständlich beim Pizzadienst anrufen. Das ist in letzter Zeit echt schlimm. Ich muss echt mal wieder kochen eigentlich. Heute gab es als Meal Brötchen. Man ist zu faul, um zu kochen und gibt sich stattdessen lieber... Alter. Belegte Brötchen. Alter. Das war ja wohl nochmal eine interessante Geschichte. Diese behinderten Funktürme, die gehen mir ja mittlerweile richtig auf die Cojones. So, so, so. Nicht wieder drüber. Alter. Wieso springt ihr direkt darüber? Ich wollte doch nur... Alter. Ich wollte doch nur da drauf. Und der muss dann direkt so einen Jump über das Ding machen. Ich drücke einmal Leertaste. Jason macht freiwillig einen Abgang. Jetzt merke ich, ich werde ungeduldig. Dadurch entstehen natürlich erst recht Fehler. Mein Gott! Diese Folge wird in die Geschichte des Let's Plays eingehen als die spannendste Let's Play Far Cry 3 Folge aller Zeit. Peter schafft es nicht, einen behinderten Funkturm zu erklimmen. So, probieren wir das doch sofort nochmal. Nehmen wir erstmal hier wieder den geilen Scheiß mit. Guck mal, hier kann ich nämlich gar nicht. Kann ich nämlich gar nicht hoch. Ich muss also... So. Aha. Jetzt habe ich das Spiel ausgetrickst, dass das diese behinderte Animation nicht ausgeführt wird. Okay, 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 okay. So. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich bin so stolz auf mich. So, machen wir den Scheiß mal wieder ab und hier den Schalter hoch und den Schalter nach rechts. Und wir haben das Gebiet erkannt. In der Nähe drei langweilige Hütten. In der Nähe eine gelbe Piratenflagge. In der Nähe ein gelbes Auto und eine Mine irgendwie. Was soll denn das, ey? Hier ist ja gar kein geiler Scheiß mehr so in der Nähe, worüber man sich lustig machen könnte. Bin zutiefst enttäuscht. Okay, wo müssen wir denn eigentlich hin? Eigentlich müssen wir ja dahin. Eigentlich brauchen wir den Funkturm auch noch. Gibt es eventuell da vorne, wenn ich da hinslide, einen fahrbaren Untersatz? Jetzt gratis in Shops. Mein Gott, wie viele Waffen werden immer wieder freigeschaltet? Das ist ja abgefahren. Das sieht allerdings hier nicht so aus, als würde ich tatsächlich... Doch, da ist ein Autohammer. Ein Quad sogar! Noch besser! Das stirbt vielleicht nicht ganz so schnell. Aber erstmal die Kiste nehmen. Guck mal, da müssen wir hin. Wir müssen einmal berg runter, einmal berg hoch, wenn ich das richtig sehe. Mal kurz auf die Map gucken. Ja, das ist schon ein Stück bis da. Ja, wir versuchen es einfach mal. Indem wir der Straße folgen. Ja, und damit meine ich hier runterfallen. Jump, jump, jump! Das wird ja alles ausgehalten. Hier sind meine Buddies. So, wie kommen wir am besten da hinten hin? Die Kurve hier sieht doch schon mal gut aus. Ah, guck mal, jetzt sehen wir den Funkturm auch schon ein bisschen. Das freut mich. Wie wir da hinkommen, ist natürlich immer noch eine offene Frage. Deswegen fahren wir hier einfach jetzt mal querfeldein. Und folgen dieser Straße. Oh, 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 Wasser, 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 Bremse. Nein. War das knapp. Was, das ist hier ein deutlich feindlicheres Ge... Fuck.
Bullshit ist das. Bullshit. Ich hab doch hier... Hier sind wir gerade doch noch an Quad vorbeigefahren, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Wie weit höher war denn der? Ich weiß, dass ich den gesehen habe. Hier, da hinten sind natürlich definitiv auch Autos. Wäre jetzt vielleicht die klügere Variante gewesen. Da ist... Da. Ne, ist gar kein Quad, ist ein normales Auto. Okay. Ausnahmsweise. Komm. Nein. Falsche Taste. Dammit! Es wird dunkel. Mir wird genau das gleiche wieder passieren. Nein, ich fahre jetzt vorsichtiger. Ja, Leute, wollt ihr mich verarschen? Geht doch mal aus dem Weg, ey, Otzen. Sorry. Tut mir leid. Das war keine Absicht, ich schwöre es. Folgen Sie mich. Tatsache. Ohne Witz, es war keine Absicht. Alles Fotzen, ey. Unglaublich. Die hören einfach nicht auf mich. Moment, den Rest will ich trotzdem nicht fahren. Zu Fuß gehen. Hasst mich jetzt doch wieder jeder. Hier hast du mich nicht. Ich glaube, ich habe einen kaputten Reifen, so wie sich das anhört. Tut mich das kratzen? Nicht im geringsten tut mich das kratzen tun. So, weiterer Funkturm. Als wenn ich dich nicht gesehen hätte, du dreckige Schlange. Also bitte, du redest mit... Adleraugen, Pete. Eins. Okay. Machen wir das doch nochmal. Aber fucking Spiel. Moment, wo bin ich denn hier hochgekommen? Hier? Nee. Ohne Witz, ich bin nur hier so hochgekommen. Ach so, hier. Ah ja. Das habe ich gerade nicht gesehen. So, besser. Zwei. Munition. Nein, Jason, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Drei. Vier. Jetzt kann doch nicht mehr viel schief gehen, oder? Er hat's gesagt. Fünf und... Zack, an die Leiter! Ausgezeichnet. Shit hier mal plündern und den Shit kaputt machen und umprogrammieren. Zack, 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 zack. Was ist das denn gewesen? Und Autos und Schrottplatz. Alles sieht hier irgendwie kaputt aus. Bin ich begeistert von diesem Teil der Insel. Aber jetzt müsste ich zumindest wieder ein bisschen mehr sehen. Und jetzt auch wissen, aha, da ist das aktuelle Ziel. Dann mal auf! Alter, schon wieder ganz viele neue Waffen. Mein Gott, wie... Alter, sogar eine Sniper. Die ist vielleicht gar nicht so uninteressant, gerade aus dem Grund, dass... dass unsere Sniper halt nicht mehr viel Schaden macht. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Wisst ihr, was auch ärgerlich ist, wenn man die falsche Abzweigung nimmt? Ey, unglaublich. Naja, das war jetzt auch nicht so hundertprozentig richtig. Einmal drehen, bitte. So, ist gut.
Aber es ist auch sehr zufriedenstellend, dass diese Söldnerarmee auch gechillte Musik hört. Ja, komm, Wagen, gib alles. Man hört ihn schon fast keuchen. So. Bin da, wer noch? Das ist der Ort. Dann mache ich mal ein paar Fotos von den Anführern. Nähere dich dem Arbeiterlager vom Fluss her. Soll ich da in den Fluss springen? Das wäre geil. Das hat mir gefallen. Moment. Wieso ist denn der so weit oben? Der Punkt, wo ich hingeführt werde. Shit. Ah, der Straße hier muss ich folgen. Sind da denn jetzt hier Leute, die wissen, dass ich böse bin? Oder wie sieht das jetzt genau aus? Du trägst immer noch die Söldneruniform. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Dann werde ich jetzt hier mal keinen angreifen, sondern die... Nein, 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 Jason. Ich habe hier doch noch was gesehen getan. Dringe ins Lager ein, ohne dir mal auch was zu wissen. Ja, das dürfte ja nicht allzu schwierig sein, dadurch, dass die Leute mich nicht hassen. Ich komme mal zu den Buddies da vorne rüber. Hui, das gilt hier offenbar als vollkommen legitimes Fortbewegungsmittel. Mit Sicherheit auch zuverlässiger als Deutsche Bahn und Co. Mein Gott. Nice one hier. Hey Freunde! Okay, einmal außen rum gehen. Da haben wir es doch schon. Ist ein guter Beobachtungspunkt. Ich komme mir vor wie auf Gilligans Insel. Ja, definiere Treffen bitte. Wo sollen das sein? Ah, da. Das ist die Personalliste. Muss ich unbedingt haben. Was tust du da, Mann? Du gehörst mir. Ich muss den Truck irgendwie sprengen, damit er nicht weg kann. Wie wär's, wenn du mal deine Waffe ziehst, motherfucking Jason, ey? Kann doch nicht wahr sein. Na, wollen wir uns mal auf den Weg machen, oder? Ich muss sie aufhalten. Habe ich die nicht relativ gut damit aufgehalten? Wo ist meine Schredder? Nimm meine Schredder zurück. Nein, du Bitch. Alter Vater, gib mir sofort meine Schredder! Ich habe meine Schredder noch. Okay, vergiss es. Moment, wie komme ich denn jetzt da oben hin? Da gehen mir die anderen Spackos ein bisschen zu sehr auf die Eier, muss ich zugeben. So, da burnt die in hell. Hier kann ich da hin. Ich will aber mehr so nach oben. Wie komme ich da hin? Jetzt mal ohne Bullshit. Ich sehe gerade keinen anderen Weg. Probieren wir es einfach mal darüber. Nee. Okay.
Ich folge einfach mal dem Weg. Ich glaube, ich habe gerade schon ungefähr gesehen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Richtung. Können wir mal die Eier kraulen, ihr dreckigen Huren. Der Schredder. So, gib Gummi, Jason, gib Gummi. Aber das ist nicht gerechnet, Bitch! Jemand auf der Seite hat mich gesehen. Ich weiß aber noch nicht so ganz wer. Ah, ja, wahrscheinlich. Tut mir leid, ich lasse mich ungern von Bazookas beschießen, deswegen. Nope to you, Sir. Oh oh. Da ist noch jemand. Jetzt muss ich nachladen. Ausgezeichnet. Alter, fick dich. Wie die hier alle aus den Löchern kommen. Als wenn sie sonst nichts Besseres zu tun hätten, außer hier rumzugammeln. Ich meine, hier sind gerade 4 Leute rausgekommen. Was haben die hier drin gemacht, hä? Ringelpilz mit anfassen, oder was? Ohne Witz. Viel nicht in Ordnung, sowas. Rückwohn, deck mich! Geh mir aus den Augen, Bitch! Du auch. Kein Vertrag mit euch Wichsern. Schredder kann echt einiges, ohne Witz, wie die da durchgeht. Ey, wie Butter... Ne, wie ein Messer durch warme Butter. Jetzt habe ich den Spruch versaut. Ist natürlich noobig gewesen. Da kann ich nichts mehr dazu sagen. So, wo sind hier noch Gegner? Zack, zack. Ja, okay. Oh Gott, ich brenne, glaube ich, oder? Zack, zack. Nein, tue ich nicht. Wir hören niemandem! Ich habe mir mal eben so ein ganzes Lager ausgeschaltet, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, das sieht tatsächlich nicht gut aus. Ja, mit dem Wingsuit benutzen hat leider nicht so ganz funktioniert, da habe ich nicht geschaltet. Müssen wir den Fluchtwagen mal auf eine etwas andere Art und Weise erreichen. Oh. Ich ahne Schlimmes. Moment! Dafür muss die Zeit reichen. Weil ab 20 Relikten soll es laut einem Kommentator die geilste Sniper von allen geben. Und da bin ich selbstverständlich daran interessiert, auch wenn die letzten Missionen auf dieser Insel nicht gerade sniperfreundlich waren, würde ich es mal nennen. Ja, in Sicherheit, wir laden erstmal eine Runde nach. Deep Throat heißt diese Mission, das ist ja nett. Sam, geschafft. Ich habe die Personalliste. Gut, ich sage euch Bescheid. Also rechne mit einem Treffen. Spiel eine Rolle. Und zeige dich am Tor zu seinem Stützpunkt. That is the plan, good man. Erreiche Holz, Hauptquartier. Ja, aber nicht mehr in dieser Folge. Ihr habt es euch schon fast gedacht. Es ist mal wieder vorbei mit Far Cry 3. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, haut rein, Leute.